Hallo ihr Lieben, ich habe meinen ersten Arbeitstag nach dem Urlaub gut überstanden. Meine Stimme ist auch fast wieder normal. Ich habe nur noch so ein ganz kleines bisschen eine Erkältung. Also die war echt hartnäckig letzte Woche, die hat sich richtig schön festgesetzt. Und ich habe am Wochenende immer gemerkt, wie das hier oben, also wie das in der Nase so komisch geknackt hat. Und dann hat es bis hier hoch in den Kopf gezogen. Das war voll eklig, aber ich glaube, das hat sich halt gelöst und das Ganze ist dann rausgelaufen. Das klingt immer so widerlich, ne? Aber es ist halt so bei einer Erkältung. Also bei mir ist es jetzt so gut wie weg. Wie gesagt, Stimme ist, glaube ich, auch soweit wieder normal. Und dafür liegt Schatzi jetzt krank zu Hause. Also im Moment nicht, jetzt ist er gerade mal kurz unterwegs. Aber jetzt hat es ihn halt komplett erwischt. Wie gut, dass er diese Woche Urlaub hat. Das heißt, wir sind sehr vorbildliche Arbeitnehmer. Wir werden krank, wenn wir Urlaub haben. Läuft bei uns. Naja, egal. Da wir jetzt beide in unserem Urlaub nicht wirklich was vorhatten, ist das jetzt auch nicht so schlimm, dass er jetzt halt auch krank ist. Dann ist er halt krank. Aber darum geht es eigentlich auch gar nicht. Ich habe letzte Woche ja gevloggt, so richtig gevloggt, weil ich ja Urlaub hatte. Und ich habe gedacht, ich mache die Woche gleich weiter mit einem Weekly Reading. Weil Weekly Readings sind ja, wie gesagt, für mich einfacher zu drehen. Da gebe ich euch ja jeden Tag bloß kurze Updates. Und Update Nummer 1. Ich lese gerade Immerwelt von Gina Showalter. Tada! Ich bin exakt so bei der Hälfte im Moment. Und ich muss sagen, ich habe dieses Buch angefangen zu lesen und hatte die totale Verwirrung. Total! Erstmal habe ich gedacht, hä? Das ist doch gar kein High Fantasy. Für mich hat sich das immer alles angehört wie High Fantasy und ich bin voll von einer High Fantasy Geschichte ausgegangen. Ist aber eigentlich eine Dystopie mit Urban Fantasy, also ja, was total anderes. Ich weiß nicht, wieso ich gedacht habe, dass das High Fantasy ist. Also für mich klang das immer so danach. Naja, egal. Hätte ich mich mal mehr informieren müssen. Auf jeden Fall war ich am Anfang der Story erstmal total verwirrt, bis ich gerafft habe, was das jetzt genau ist. Ich muss sagen, dass der Anfang der Geschichte und das alles drum und dran, nachdem ich dann natürlich gerafft hatte, dass es kein High Fantasy ist, dass das mich einfach total verwirrt hat. Und ich fand, am Anfang waren extrem viele Logikfehler. Und das nervt mich. Ich muss sagen, je weiter das Buch voranschreitete, umso besser wurde es bisher. Also meine Verwirrung ist jetzt inzwischen auch weg. Aber wenn man anfängt, dieses Buch zu lesen, ist es total verwirrend. Und die Protagonistin hat so eine Zahlenmacke, die verknüpft alles mit Zahlen. Und stets und ständig zählt die und erzählt zwei, und dann stehen da solche Sätze wie 200, wie in der 200-Jahre-Mann. Und 200 ist die Zahl sowieso. Und das ist irgendwie auch nicht so ganz mein Fall. Also da bin ich eher ein bisschen genervt von. Aber gut. Lassen wir das. Ansonsten, wie gesagt, finde ich das Buch bisher okay. Es haut mich bis jetzt nicht um. Wahrscheinlich liegt das an der Verwirrung vom Anfang. Ich habe auch ewig gebraucht, um zu raffen, wer Troika ist und wer Myriad ist. Also welcher von denen welcher ist. Ich habe am Anfang mal gedacht, hä? Sind das jetzt die mit dem Licht oder die mit der Dunkelheit? Es hat auch gedauert, bis ich gerafft habe, dass diese zwei Sphären existieren, aber halt nicht sichtbar sind. Und dass halt die Seele quasi dann in diese Sphäre geht und dass es zwei Sphären gibt. Ich will heute auf jeden Fall noch weiterlesen, 50 Seiten mindestens. Mal gucken, vielleicht schaffe ich auch noch ein paar mehr. Und dann lese ich im Moment gerade noch von Gina Showalter, Can't Hardly Breathe. Das ist der vierte Teil der Heartbreakers-Reihe. Und ich musste dieses Buch haben. Ich habe es mir jetzt in Englisch gekauft. Ich hatte es in meinem Vlog auch schon gezeigt. Ich habe jetzt hier die ersten 107 Seiten gelesen. Ich bin noch nicht weitergekommen. Ich muss sagen, es ist für mich mega anstrengend, in Englisch zu lesen. Ich verstehe auch nicht jedes Wort. Ich übersetze das für mich immer nur sinngemäß. Und was halt auch schwierig ist, dass ich es halt mir nicht alles komplett übersetze. Ne? Also, dass ich nicht wirklich in meinem Kopf versuche, das Wort für Wort zu übersetzen, sondern dass ich es einfach lese und verstehe. Ja, ich und Englisch. Ich ziehe das jetzt aber durch. Ich will wissen, was mit Daniel und Dorothea, was mit den beiden ist. Also ich muss sagen, bis jetzt finde ich es ganz gut. Gefällt mir bisher und mal gucken, wie sich das Ganze noch entwickelt. So viel dazu. Wenn ich mit Immerwelt fertig bin, lese ich auf jeden Fall erst mal das hier. Du bist mein Verlangen. Das ist, denke ich mal, einfache Lektüre, das ist ein erotischer Liebesroman und ich denke mal, das brauche ich dann nach Immerwelt auch. Etwas ganz Einfaches, was mich nicht verwirrt. Und dann noch ein Grund, warum ich mich heute melde, ist, mein Buch ist da.
Ich habe letzte Woche mir doch Grisha bestellt. Das ist auch total krass, ne? Dass Grisha schon nach einem oder zwei Tagen schon komplett ausverkauft wieder war. Und alle, die das in der Zeit noch bestellt haben, bevor es Carlsen von ihrer Seite runtergenommen hat, die müssen jetzt bis Juni warten, bis die nochmal nachproduziert haben. Ich finde das so mega heftig. Ja, aber so ist das. So, und ich packe das mal aus. Ich versuche es mal mit einer Hand. Ich habe es. Und verdammt, ich habe nicht alles. Okay, jetzt ist offen. Und dann gucken wir mal rein. Ich habe es. Da ist es. Ta, 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 ta. Da ist es. Grisha, lodernde Flammen. Original eingepackt, eingeschweißt für 18,90 €. Nicht für über 100 €, wie es Schatzi gekauft hat. Aber Schatzi hat gesagt, dafür ist es eine Erstauflage. Ja, ich freue mich. Yeah! Es glaubt ihr gar nicht, wie sehr ich mich darüber freue, das Buch jetzt doch nochmal komplett neu zu haben. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich! Ach ja. Und diese teure Ausgabe, die Schatzi mir gekauft hat, wie gesagt, für die finde ich noch einen Ehrenplatz. Also ich weiß schon, was ich damit vorhabe, aber dafür müssen meine Bücherregale erstmal alle an die Wand, die schwebenden. Wenn Schatzi irgendwann mal dazu in der Lage ist, die anzubohren und dann kriegt dieses Buch einen Ehrenplatz und das hier kommt dann mit zu den anderen ins Regal. So machen wir das. Ach ja, ich freue mich so. Und ja, mehr gibt es eigentlich auch gerade im Moment nicht zu erzählen. Erste Arbeitstage, wie gesagt, habe ich heute überstanden. Ach ja, die Woche hat ja zum Glück nur 4 Tage, weil ja die Woche noch Vatertag ist. Ich muss ja feiertags Gott sei Dank nicht arbeiten. Willst du noch was sagen? Irgendwas? Für die Kamera oder so? Nein? Okay. Ich kann euch ja mal sein Leid klagen. Milo hat heute Zeckenmittel bekommen und das stinkt so abartig nach Knoblauch. Das ist ekelhaft. Ja, klein Milo stinkt nach Knoblauch heute. Weil man darf ihn ja jetzt 3 Tage nicht waschen, dass das richtig einzieht. Und das stinkt so die nächsten 3 Tage nach Knobi, armer Hund. Aber so ist das. Naja, egal. Ich höre jetzt auf, euch zuzukauen und würde sagen, bis später. Ihr Lieben. Ich dachte, ich gebe euch mal ein kurzes Update, was das Lesen betrifft. Ich habe mich die letzten 2 Tage nicht bei euch gemeldet. Es ist heute Vatertag. Es ist Vatertag früh. Ich habe ja heute frei. Ich bin ja eine von den Glücklichen, die an Vatertag nicht arbeiten muss, Gott sei Dank. Und ja, deswegen dachte ich, ich gebe euch heute gleich frühs ein Update und vielleicht melde ich mich dann heute Abend nochmal, je nachdem, wie es heute mit dem Lesen klappt. Und ja, also zum einen, ich habe Immerwelt von Gina Showalter vorgestern beendet und ich bin, was das Buch betrifft, ein bisschen hin und her gerissen. Also zum einen bin ich enttäuscht von der Geschichte. Ich habe mir definitiv um einiges mehr davon versprochen und davon erhofft, weil Gina Showalter kann halt wirklich richtig toll schreiben und sie kann auch wahnsinnig tolle Liebesgeschichten schreiben. Aber irgendwie hat mir hier die Liebesgeschichte in dem Buch überhaupt nicht gefallen. Ich fand die Beziehung, die sie zu dem Love Interest hatte, so ein bisschen, ach, das war so standardisierter Teenie-Mist. Kann ich nicht anders sagen. Das ist, sie kann ihn aus nicht leiden, dann geht der Schalter um und dann ist sie total fall in love von heute auf morgen. Und das, sowas mag ich irgendwie im Moment gerade nicht mehr lesen. Das habe ich schon 100.000 Mal gelesen und irgendwie kann man das doch auch mal anders machen. Naja, auf jeden Fall mochte ich aber den anderen Typen, nicht den Love Interest, sondern der Typ, der mehr war wie ein Bruder für sie. Den fand ich richtig cool. Der war mir sehr sympathisch. Ansonsten, die ersten 150 Seiten von dem Buch haben mich ja mega verwirrt. Ich bin ewig in die Geschichte nicht reingekommen. Ich habe das ewig alles nicht verstanden. Aber als ich dann verstanden hatte, dann war die Geschichte auch gut, dann hat sich das auch gut lesen lassen, dann hatte die auch einen guten Verlauf. Aber zum Ende hin wurde das Ganze dann wieder extrem übertrieben. Also ich fand, zum Ende hin hat die Autorin hat einfach zum Ende hin nochmal versucht, richtig was rauszuhauen und richtig nochmal einen gucken zu lassen. Aber irgendwie war das mir zu offensichtlich übertrieben. Wisst ihr, was ich meine? Also das war zu vorhersehbar, dass da noch irgendwelcher Mist kommt und ja. Also ich muss sagen, die Geschichte ist jetzt nicht grundsätzlich schlecht, aber sie ist jetzt auch nicht mega gut. Also ich würde sagen, die Geschichte ist so gutes Mittelmaß. Es ist jetzt aber kein Buch, wo ich sage, ihr müsst das unbedingt lesen. Leider nicht. Also wer Gina Showalter gerne mag und wer ihre Geschichten gerne mag, sollte sich das Buch auf jeden Fall angucken. Wer gerne übertriebene, kitschige, schmalzige Jugendbücher liest, der sollte sich das Ganze auch auf jeden Fall angucken. Aber ansonsten würde ich sagen, muss man dieses Buch echt nicht gelesen haben. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass ich das jetzt so sagen muss an dieser Stelle.
Ja, mehr dazu dann in meinem Video. Dann habe ich gestern Abend noch angefangen, Du bist mein Verlangen von Alexa Riley. Und ich muss sagen, ich habe schon einige Bücher mit einigen verrückten Typen gelesen. Aber dieser Typ hier in diesem Buch, der toppt das um Längen. Der hier ist so ein Stalker und so verrückt und der ist schon echt creepy, der Typ. Also auch, es gibt hier so Situationen, wo sie so total übertrieben reagiert hat. Ne? Also ich meine, dieses Buch ist absolut überzogen, unrealistisch und also man darf dieses Buch einfach nicht für voll nehmen. Ne? Also dann kann man es lesen. Wenn man dieses Buch, wenn man diesem ganzen Buch zu viel Gewicht beimisst, dann mag man es nicht. Aber wenn man weiß, es ist total unrealistischer Kram, dann funktioniert das schon ganz gut. Auf jeden Fall ist dieser Typ in diesem Buch total creepy. Der stalkt die ja wirklich richtig, richtig übel. Und an der Stelle, wo ich gestern aufgehört habe, hat sie halt gerade rausgefunden, dass sie halt von ihm quasi die letzten 4 Jahre gestalkt wurde. Und es war, also, der Typ ist echt so crazy. Die findet es raus, haut ab, geht nach Hause und er verbringt das mal die nächsten 2 Tage vor ihrer Wohnungstür. Einfach nur, damit er mit ihr reden kann und hat nichts weiter an als eine Jogginghose. Und du denkst dir so, dieser Typ ist einfach mal total bekloppt. Also dieser Typ ist einfach total, ich weiß nicht, abgefuckt, kann man das so sagen? Ich habe keine Ahnung. Es ist irgendwie einerseits total niedlich, aber andererseits total krank. Also wie gesagt, man darf diese Geschichte echt nicht für voll nehmen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er jetzt versucht, die ganze Scheiße, die er verzapft hat, wieder gut zu machen. Er hat ja jetzt noch ein halbes Buch Zeit. Und ja, wie gesagt, wenn man diesem Buch nicht allzu viel Gewicht beimisst und das Ganze nicht wirklich für ernst nimmt, dann ist es echt eine niedliche Geschichte, so für zwischendurch. Der erotische Anteil ist recht hoch, muss ich sagen. Aber das hat mich jetzt nicht gestört, denn man denkt sich die ganze Zeit so, Gott, dieser Typ ist so verrückt, dieser Typ ist so crazy. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das will ich heute auf jeden Fall auch noch weiterlesen heute Abend. Ansonsten fahre ich heute Mittag zu Jenny. Wir essen zusammen Mittag mit Nina noch zusammen und dann können die Hunde noch ein bisschen spielen und wir können auch so ein bisschen quatschen. Und ja, ich will dann noch drehen. Ich will meinen Lesemonat noch drehen und das Video für Immerwelt, dass das nächste Woche online gehen kann. Dann geht nächste Woche noch mein Vlog online. Das schneide ich dann aber alles aus dem Wochenende. Ja, dann habe ich mal versucht, meine Haare, also ich habe ja eigentlich so Naturwellen, Locken sind es nicht wirklich, so Naturwellen und ich habe halt gedacht, ich probiere mal von L'Oreal dieses Beach Waves Gedöns aus. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Mein Freund hat gesagt, sieht scheiße aus, ist ja alles klar. Ich weiß nicht, ich finde es einerseits gar nicht jetzt so hässlich, vielleicht mache ich die mal noch so ein bisschen nach hinten. Vielleicht wird es dann besser. Ja, mal gucken. Aber ansonsten weiß ich gerade noch nicht, was ich so von den Haaren so halten soll. Wie findet ihr das denn? Man wirkt halt sehr schnell sehr alternativ, wenn man die Haare irgendwie so hat. Ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir das jetzt auch nur ein. Ja, auf jeden Fall weiß ich gerade noch nicht, was ich mit den Haaren jetzt so mache. Lasse ich das so? Drehe ich dann nachher so? Ich glaube, ich ziehe sie mir nochmal übers Glätteisen. Ja. Aber das ist halt eigentlich meine Natur. So sehen die Haare eigentlich bei mir aus. Wie gesagt, ich habe das jetzt nur mit diesem Beach Wave Spray mal bearbeitet, dass das halt auch ein bisschen schöner eigentlich aussieht. Aber ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ansonsten war meine Woche bisher recht ereignislos. Vielleicht könnte ich euch mal noch den Brüller des gestrigen Tages sagen. Ich habe mir meinen Concealer, den ich benutze, habe ich mir nachgekauft. Ich habe immer den Alverde Concealer benutzt, weil Alverde ist ja Naturkosmetik und tierversuchsfrei und bla bla bla. Na, auf jeden Fall habe ich den immer sehr, sehr gerne genommen. Ich war mit dem immer ultra zufrieden. Und gestern benutze ich den neuen und denke, erstmal, was riecht der denn so eklig? Und dann tue ich den auftragen und bin auf einmal total dunkelbraun und fleckig im Gesicht, obwohl ich ja total blass bin. Und ich denke noch, hast du jetzt die falsche Farbe gekauft? Und gucke nochmal, nee, war die richtige Farbe, war auch beim Auftragen total hell. Oder irgendwie, ich weiß nicht, was die gemacht haben. Also entweder haben die ihr Rezept geändert, auf jeden Fall stinkt das Ding jetzt bis zum Abwinken. Und wie gesagt, ich war total fleckig, ich habe mich da wieder einmal abgeschminkt. Ich nehme ja in der Woche immer nur Concealer und ein bisschen Puder. Ich mag das ja nicht, wirklich jeden Tag so zuzukleistern. Auf jeden Fall habe ich das dann erst wieder runtergeholt und habe Gott sei Dank den alten auch nicht weggeschmissen gehabt und habe dann das letzte Rest aus den alten rausgekratzt und ja, habe mich dann mit dem alten geschminkt und war dann in der Mittagspause in der DM und habe geguckt, die da rumstanden, ob die jetzt genauso komisch riechen und die haben alle so komisch gerochen, also lag es wirklich nicht an diesem einen Stift, sonst hätte ich mir einfach nochmal einen neuen gekauft, aber naja, ich hatte halt auch den Kassenzettel nicht mehr, ich kann das halt auch nicht umtauschen. Naja, auf jeden Fall habe ich mir dann schnell noch einen anderen gekauft, jetzt habe ich den von Catrice, mal gucken, den habe ich jetzt auch gerade drauf, finde den eigentlich ganz gut.
Dafür, dass ich nur einen Concealer im Moment drauf habe, finde ich eigentlich ganz cool. Ja, aber ich hasse es, wenn Firmen ihre Rezepturen ändern. Ob das jetzt bei Schminke ist oder bei bestimmten Essenssachen ist, ich hasse das wie die Pest. Weil man hat bestimmte Dinge und die kauft man seit Jahren, seit Jahrzehnten manchmal auch und man weiß, was man davon erwarten kann und dann, bäm, ist das alles anders, ohne Vorankündigung. Manche machen ja immer so einen Zettel drauf, neue Rezeptur oder verbesserte Rezeptur oder was weiß ich. Dann ist man wenigstens schon mal darauf eingestellt, dass das jetzt scheiße sein könnte, aber bei sowas, da könnte ich mich aufregen. So viel zu meinen Aufreger des Tages von gestern. Also, was bricht mich echt an, aber naja, gut, kann man nicht ändern. Ansonsten werde ich jetzt auf Schatzi warten, den muss ich dann noch schnell wegfahren zu einem Kumpel. Die Jungs treffen sich halt heute, naja, wie alle Jungs sich heute treffen. Und ja, dann komme ich nach Hause, dann gucke ich mal, was ich mit meinen Haaren veranstalte und dann werde ich drehen. Und dann fahre ich zu Jenny und dann schauen wir mal, was der Tag heute noch so bringt. Und ich würde sagen, ich melde mich entweder heute Abend oder morgen wieder oder wie es passt halt. Und ja, bis dann. Hallo ihr Lieben. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal gesagt, ich melde mich dann heute Abend oder morgen wieder. Heute ist Dienstag. Also ich habe mich ein paar Tage jetzt nicht gemeldet, was einfach daran lag, dass ich irgendwie das schon wieder total vergessen habe, dass ich ja eigentlich ein Weekly Reading mache. Ich sage es euch, ich finde diese Weekly Readings, ich glaube, das wird irgendwie nichts mit uns, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall fiel mir das jetzt gerade ein, dass ich ja eigentlich ein Weekly Reading mache. Und ich habe ehrlicherweise gerade keine Ahnung, was ich euch das letzte Mal berichtet habe, wo ich denn so bin und was ich gerade mache. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal mit dem an, was ich aktuell lese. Ich lese immer noch Can't Hardly Breathe von Gina Showalter. Ich habe nicht viel weiter gelesen. Ich bin auf Seite 127 und ja, es ist verdammt anstrengend für mich, Englisch zu lesen, aber ich gebe nicht auf. Ich habe gesagt, wenn ich 100 Jahre für dieses Buch brauche, dann ist das so, aber ich werde es lesen. Dann habe ich gestern mit dem Buch hier angefangen, Frost wie Schatten von Sarah Rash. Das ist der dritte Teil der Ice Like Fire Reihe. Ich weiß nicht, wie die deutsche Reihenbezeichnung dafür ist oder ob es überhaupt eine gibt. Und ich habe die ersten 18 Seiten gelesen. Ich wollte einfach mal wissen, ob ich wieder gut in die Geschichte reinkomme, ob ich das noch weiß oder wie das so ist. Und ich muss sagen, bisher hängt es so ein bisschen. Ich weiß noch so im Groben, was am Ende passiert ist, aber es hängt. Ich würde sagen, das ist echt eine Reihe, die man wirklich am besten am Stück liest und nicht wie ich immer mit anderthalb Jahren Pause dazwischen. Das ist echt schwierig. Aber ich versuche jetzt einfach in den dritten Teil wieder reinzukommen, denn ich habe jetzt ehrlich gesagt weder Lust noch Zeit, alle die ersten beiden Teile nochmal zu lesen. Deswegen werde jetzt den dritten Teil lesen und versuchen, wieder reinzukommen. Also meistens hatten wir ja so auf den ersten 50 bis 100 Seiten, dass man das alles nochmal so erklärt bekommt, was eigentlich im Vorfeld passiert. Das hoffe ich jetzt einfach auch, dass die Geschichte nochmal aufgegriffen wird und mir so stückchenweise nochmal kurz ins Gedächtnis gerufen wird. Und ja, ansonsten habe ich das gestern noch angefangen, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt gleich weiterlesen werde, denn ich habe heute noch ein Paket bekommen und da ist ein Buch drin, auf das ich schon gewartet habe und wahrscheinlich werde ich das jetzt erstmal lesen, vor allen Dingen, dass ein Rezi-Exemplar ist. Aber ich habe es schon mal angefangen. Dann lese ich aktuell mit der Annika zusammen Wolkenschloss von Kerstin Gier. Wir sind jetzt so auf Seite, ja, also das unten haben wir schon und das hier oben müssen wir noch. Da sind wir jetzt auf Seite 300. Ich muss heute meine 50 Seiten noch lesen. Und ich muss sagen, dass das genau das Buch ist, was ich jetzt gebraucht habe. Denn dieses Buch ist einfach Entspannung für mich. Das ist von der Geschichte her, muss ich sagen, ist das Buch eigentlich eher langweilig. Also es ist nicht extrem spannend oder überraschend oder überragend oder keine Ahnung was. Aber es ist einfach für mich ein entspanntes Lesen mit dem Buch. Und das ist genau das, was ich im Moment brauche. Es regt mich nicht auf, es hat ein gutes Tempo. Ich mag die Charaktere. Die sind jetzt auch nicht extrem in die eine oder in die andere Richtung, dass sie extrem mutig sind oder extrem introvertiert. Die sind relativ normal, also vor allen Dingen unsere Protagonistin. Und das stört mich absolut nicht, weil wie gesagt, das ist für mich gerade total die Entspannung, dieses Buch zu lesen. Und es kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, dass ich jetzt dieses Buch lese, denn ich brauchte jetzt mal einfach so ein Entspannungsbuch. So ein Buch, wo mich nichts aufregt, wo ich mich nicht irgendwie drüber ärgern muss über irgendwas, wo ich jetzt nicht extrem mitleide, sondern einfach nur lesen und dabei entspannen. Und dafür ist das Buch ideal. Wie gesagt, das ist jetzt keine Geschichte, wo ich sage, sie ist so gut, sie ist so atemberaubend, sie ist so toll, sie ist grandios. Das nicht. Aber es ist eine Geschichte, wo ich absolut abschalten und entspannen kann. Und das finde ich gut. Und ja, Wolkenschloss mag ich bisher sehr. Und ansonsten kann ich nur sagen, an Rubinrot oder so kommt es natürlich nicht ran. Also wie gesagt, es ist eine ganz einfache, schlichte Geschichte, aber für mich total entspannt. Es geht ja im Wolkenschloss um
Fanny. Und Fanny ist die Jahrespraktikantin im Wolkenschloss in einem altehrwürdigen Hotel in der Schweiz. Und dann passiert dort etwas und ja, Fanny hängt da mittendrin und dann muss sie versuchen, da irgendwie aus der Misere wieder rauszukommen. Das ist so das ganz Grobe, worum es in diesem Buch geht. Aber ich mag es und ich freue mich, wenn ich dann heute da auch weiterlesen kann. Und ich würde sagen, jetzt packen wir mal noch fix das Paket hier aus, denn deswegen melde ich mich heute hauptsächlich. Eigentlich wollte ich mich, wie gesagt, schon seit Tagen melden, aber irgendwie habe ich es immer vergessen. Und heute, wo das Paket kam, dachte ich, oh, das könnte ich für meinen Weekly Reading filmen. Und dann dachte ich so, oh, du könntest dein Weekly Reading mal wieder filmen. Ups. Also, ja, aber ein Weekly Reading muss ja jetzt nicht tagtäglich sein und so viel habe ich ja jetzt auch nicht gelesen in den letzten Tagen, glaube ich. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, was ich in meinem letzten Leseabschnitt eigentlich alles gerade gelesen und erzählt habe, aber shit happens. Ich glaube, mit Immerwelt war ich schon fertig am Samstag, oder? Ja, klar, ich habe ja Samstag das Video gedreht für Immerwelt, also war ich damit schon fertig auf jeden Fall. Also habt ihr jetzt auch nichts verpasst, was das Lesen anbelangt. Doch, ich habe noch Du bist mein Verlangen gelesen, glaube ich. Ich glaube, davon habe ich euch noch nicht erzählt, oder? Also falls ich Du bist mein Verlangen schon erzählt habe, dann schneide ich das jetzt hier raus. Und wenn nicht, dann erzähle ich euch jetzt mal ganz kurz Du bist mein Verlangen. Das ist eine total verrückte Geschichte. Also wirklich, der Typ ist wirklich irre in dem Buch. Und das Lustige ist, er weiß das selber. Der Typ ist eigentlich ein völlig normal, rational denkender Mensch. Aber wenn es um sie geht, flippt er völlig aus. Er ist halt total irre. Der wird da wirklich total zum Stalker. Und er weiß nicht, warum das so ist. Aber er will diese Frau einfach beschützen. Und er will, dass diese Frau sein ist. Und er will alles für diese Frau tun. Und ja, also eigentlich ist das total irre, aber es ist auch total süß andererseits. Also ich muss sagen, bei Du bist mein Verlangen, das ist eine total übertriebene und auch wieder absolut unrealistische Geschichte. Auch wie die Protagonistin in bestimmten Situationen reagiert. Das ist total unrealistisch und an den Haaren herbeigezogen. Also so würde kein Mensch reagieren. Aber es ist irgendwie süß geschrieben und wie gesagt, es ist eine total abgefahrene, crazy Geschichte. Aber ich mochte sie. Ich mochte Miles und unsere Protagonistin fand ich eigentlich auch ganz cool. Und ich habe in manchen Situationen wirklich gedacht, bist du wahnsinnig, Mädchen, dass du jetzt so reagierst? Aber man konnte es dann auch irgendwie, wenn man ihre Hintergründe kannte, auch wieder nachvollziehen. Und was mich halt, das Einzige, was mich in dem Buch extrem gestört hat, ist, dass diese Zeitspanne, in der diese Geschichte spielt, das sind 14 Tage. Und was die in diesen 14 Tagen zusammen alles erleben, ist absolut Overkill. Also das ist mehr als an den Haaren herbeigezogen. Und das hat mich so als Einziges echt extrem gestört, weil ich wusste von vornherein, dass das eine absolut unrealistische Geschichte ist, die absolut weird ist. Und ja, ich fand es trotzdem irgendwie ganz nice. Also total bekloppt das Buch, aber ich fand es irgendwie süß. Paket habe ich jetzt inzwischen offen. Und da ist das Schätzchen. Wuhu. Da, 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 da. Und wenn es kein Morgen gibt von Jennifer im Armen, da, 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 da. Auf das Buch habe ich schon gewartet und ich freue mich da schon so drauf. Hihihi. Ich habe ja Morgen liebe ich dich für immer gelesen von Jennifer Armentrout und dieses Buch geht ja so mit in die Richtung von Morgen liebe ich dich für immer und es ist halt auch ein Jugendliebesroman, das heißt ohne Erotik oder irgendwas und ja, ich freue mich da schon sehr drauf und wenn es kein Morgen gibt, geht es um Lena und Lena liebt Sebastian aus ganzem Herzen, aber liebt Sebastian sie zurück? Die beiden sind zwar beste Freunde, doch mehr wird daraus nicht werden, glaubt Lena. Als sie Sebastian, mein Bruder heißt so. Okay, ich lese mal weiter. Als sie Sebastian, wir machen mal ein Sebastian draus. Ich glaube, das klingt irgendwie immer cooler als Sebastian. Als sie Sebastian endlich die Wahrheit gesteht, schlägt das Schicksal zu. Von einem Moment auf den anderen ist nichts mehr, wie es war. Lena muss jetzt kämpfen gegen die Schuld und für die Liebe mit Sebastian. Ha! Der neue Roman der Obsidian-Bestseller-Autorin. Leidenschaftlich, dramatisch und hochromantisch. Na, ich bin ja mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Dieses Buch ist auch nicht allzu dick, hat etwas 408 Seiten, habe ich jetzt gerade gesehen. Das ist auch völlig legitim. Und ja, das werde ich jetzt auf jeden Fall gleich mitlesen. Ich freue mich da schon so. Ich habe überlegt, dass ich ab Juli ein bisschen kürzer treten werde, was die Videos betrifft. Ich will jetzt nicht gänzlich eine Komplettpause machen von YouTube, weil
Das will ich irgendwie auch nicht, aber ich werde ein ganzes Stück kürzer treten, denn wie ihr wisst, Anfang August wird geheiratet und man muss für eine Hochzeit ein bisschen was auch noch vorbereiten und basteln und besorgen und machen und tun. Und ich möchte da für mich einfach diesen Druck rausnehmen, 3 Videos die Woche machen zu müssen. Und ich weiß auch nicht, wie ich zum Lesen kommen werde in der Zeit. Und deswegen habe ich für mich gesagt, nehme ich mich Juli, August komplett zurück und mache vielleicht ein Video die Woche und werde auf jeden Fall meine Lesemonate, Neuzugänge, Neuerscheinungsvideos, die 3 werde ich auf jeden Fall drehen im Juli und August, weil das sind für mich so meine Standardvideos, die immer kommen müssen. Das heißt, die kriegt ihr auf jeden Fall. Aber ansonsten, was jetzt in der Woche die Videos betrifft und auch die Rezensionen und die Vlogs und das, dann nehme ich mich komplett raus im Juli und August, wenn ich es denn hinkriege. Es kann auch sein, dass ich hier sitze und sage, oh, ich muss jetzt drehen, ich muss jetzt hier was loswerden. Das kann natürlich auch passieren. Aber ansonsten habe ich das so für mich jetzt heute erstmal entschieden, dass ich Juli, August mich da rausnehmen werde, weil, wie gesagt, Hochzeit, Urlaub, da will ich einfach mal so ein bisschen Zeit für mich und für Schatz hier haben. Und ich will auch mal in mich gehen und mal über das Ganze nachdenken. Ich habe schon 2, 3 Ideen, was ich gern zukünftig mit den Videos auch machen würde, was aber ziemlich zeitaufwendig wäre, wenn ich das umsetzen kann. Also nur mal gucken, ob ich das hinkriege, wie ich mir das so denke. Es wäre aber halt alles sehr zeitaufwendig, das so zu machen, und dann wären die Videos definitiv auch weniger. Das muss ich mir aber alles mal in Ruhe überlegen, ob ich das so machen möchte und ob ich vielleicht mal was verändern möchte auf dem Kanal. Und die Zeit nehme ich mir jetzt Juli, August. Also wie gesagt, bis Juni ziehe ich alles noch normal durch und ab Juli dann nehme ich mich raus und zurück. Ihr habt es schon mal gehört, ich werde dann nochmal zu gegebener Zeit auch dazu ein kleines Infovideo machen, dass ihr das nochmal wisst. Aber ihr habt es jetzt schon mal gehört und ich denke, das ist auch für euch in Ordnung und ich denke, jeder versteht das. Und ja, YouTube kann auch verdammt anstrengend sein. Ich glaube, jeder Booktuber oder YouTuber da draußen wird mir zustimmen, wenn man sagt, 3 Videos die Woche ist echt schwierig, das immer einzuhalten, denn wir sind ja auch alles normale Menschen, die auch meistens noch einen 40-Stunden-Job haben oder studieren oder irgendwelche anderen Sachen nebenbei machen. Ich glaube, gerade bei den Booktubern gibt es keinen einzigen, der so wirklich davon lebt, nur von Booktube. Ich meine, selbst Sarah Bow macht noch nebenbei anderen YouTube-Kram, die macht jetzt nicht nur Booktube, aber ich glaube, ansonsten gibt es auch keinen, der nicht noch irgendwie arbeiten geht nebenher. Und es ist halt schon schwierig, das alles immer unter einen Hut zu kriegen, und ich denke, ihr versteht mich, wenn ich dann sage, Juli, August nehme ich mich ein bisschen raus. Ich denke mal, das wird so sein, dass ich dann ein Video die Woche auf jeden Fall online stelle, dass ich nicht komplett von der Bildfläche verschwinde. Das will ich auch irgendwie gar nicht. Also so eine Komplettpause machen kann ich, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, das würde mir einfach alles zu sehr fehlen und dafür macht es mir auch einfach zu viel Spaß. Und das ist gut, finde ich. Das hat, wo ich die letzten Tage so drüber nachgedacht habe, wie ich das am besten mache, habe ich echt gedacht so, nein, eine Komplettpause will ich nicht, dafür macht es mir einfach noch zu viel Spaß. Und das fand ich gut, das fand ich auch für mich beruhigend, denn wenn es dann irgendwann keinen Spaß mehr macht, sollte man echt drüber nachdenken, doch mal irgendwie entweder sich eine Komplettauszeit zu nehmen oder aufzuhören. Und ja, aber mir macht es noch Spaß, deswegen bleibe ich euch erhalten und ich laber schon wieder viel zu viel. Oh mein Gott, 15 Minuten! Verdammt. Ich höre jetzt auf und werde jetzt Wolkenschluss lesen und vielleicht fange ich mit dem Schätzchen hier auch noch an. Mal sehen, wie weit ich komme. Es ist ja auch schon 20 Uhr und ich muss ja auch morgen wieder voraus. Aber Wolkenschluss lese ich heute auf jeden Fall noch. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen und hören uns später. Ich weiß noch nicht, wie lang dieses Weekly Reading wird. Schauen wir mal. Bis dann. Hallo ihr Lieben. Es ist Mittwochabend inzwischen und ich habe vorhin Wolkenschloss beendet von Kerstin Gier. Und ich muss sagen, dieses Buch ist absolut keine literarische Glanzleistung und es ist auch kein Buch mit einer extrem coolen Geschichte oder irgendwas, aber es ist ein Buch, was mich total entspannt hat beim Lesen. Und das war echt in dem Moment, wo ich jetzt dieses Buch gelesen habe, die Woche genau das, was ich brauchte. Ich brauchte ein Buch mit einer Geschichte, die mich nicht aufregt, die mich nicht zu sehr mitnimmt, die mich einfach gut unterhalten hat. Und das hat dieses Buch definitiv. Und ja, ich fand Wolkenschloss richtig süß und richtig toll. Und wie gesagt, es ist keine Geschichte, an die man Ansprüche stellen sollte. Es ist wirklich so eine Geschichte, die vor sich hin dümpelt und die letzten 80 Seiten waren wirklich richtig gut und richtig spannend, aber der ganze Rest vorher war eher ruhig, sagen wir es so. Es geht halt im Vordergrund um dieses Hotel und um Fanny und um sie als Person und um die Leute, die in diesem Hotel arbeiten. Also es ist wirklich eine ganz ruhig erzählte Geschichte. Ich mochte sie total, sie kam für mich jetzt wie gesagt genau richtig und ja,
Ich kann aber verstehen, warum viele gesagt haben, dass sie die Geschichte nicht so mochten und dass sie halt auch eher enttäuscht waren von der Geschichte. Dann habe ich heute noch angefangen mit Und wenn es kein Morgen gibt. Da bin ich jetzt auf Seite 67. Ich werde jetzt auch gleich noch ein bisschen weiterlesen, aber ich habe jetzt gerade einfach mal kurz eine Lesepause gemacht und bin auf Instagram hängen geblieben. Wenn es kein Morgen gibt, wollte ich noch kurz was dazu sagen. Ich muss sagen, das Buch gefällt mir bisher richtig gut. Ich mag es, es lässt sich super leicht lesen und ich mag unsere Protagonistin. Sie liebt Bücher, sie liest Das Reich der Sieben Höfe, sie liest Paper Princess und sie hat Angst vor Eichhörnchen. Das finde ich am besten. Ich habe auch Angst vor Eichhörnchen. Wirklich. Ich habe Angst vor Eichhörnchen. Lacht mich jetzt aus. Ich habe wirklich Angst vor Eichhörnchen. Ich war mal mit meiner Mama auf dem Friedhof. Und da gibt es so braune Eichhörnchen, diese normalen, die man so kennt. Und dann gibt es dort schwarze. Und diese Eichhörnchen sind ja jetzt nicht monstermäßig groß. Aber ich wollte mit meiner Mama da so diesen einen Weg lang laufen. Und dann saß dort ein schwarzes Eichhörnchen mitten auf dem Weg und starrte uns an. Und normalerweise, wenn du kommst, rennen die weg. Und dieses Eichhörnchen saß da und starrte uns an. Mit so einem übelsten Eichhörnchen-Psychoblick. Und ich habe nur gesagt, Mama, ich gehe da nicht dran vorbei. Wir gehen jetzt zurück und gehen woanders lang. Meine Mama hat gesagt, okay, das Eichhörnchen ist gruselig. Also sind wir dann echt wegen dem Eichhörnchen einen anderen Weg lang gegangen. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Aber wirklich, das war ein Psycho-Eichhörnchen. Und ich kann die Angst vor Eichhörnchen unserer Protagonistin so gut verstehen. Und ja, ich mag unsere Protagonistin bisher sehr. Ansonsten würde ich sagen, ist es so eine, naja, typische Geschichte. Bester Freund und beste Freundin, sie ist verliebt in ihn und traut sich das sich nicht so wirklich ihm zu sagen. Ich weiß ja, dass in diesem Buch noch was Schlimmes passiert, wie sollte es auch anders sein? Und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Wie gesagt, bisher mag ich sie sehr, ich mag unsere Protagonistin und ich bin gespannt, was jetzt alles noch passiert und bis später. Hey Lieben, es ist Freitagabend und heute ist der Freitag vor Pfingsten, also der 18.05. Und ich habe ein Buch beendet, deswegen dachte ich, ich melde mich nochmal kurz. Und ich habe euch, glaube ich, vergessen, am Mittwoch, wann habe ich mit euch gesprochen? Am Donnerstag? Gestern? Vorgestern? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich euch vergessen, dazu erzählen, dass ich ein Buch noch abgebrochen habe. Und das will ich jetzt nachholen. Und zwar beendet habe ich Und wenn es kein Morgen gibt von Jennifer Armentrout. Es war so schön. Es war eine richtig tolle, süße, niedliche Liebesgeschichte. Es ist ein Buch für Jugendliche, also für wirklich so 14-Jährige, 15-Jährige, das muss man dazu sagen. Aber ich finde, es war richtig schön geschrieben. Und es hat mir vom Lesefluss und von der Ausdrucksweise und von der ganzen Art und Weise, wie dieses Buch geschrieben wurde, noch besser gefallen wie Morgen liebe ich dich für immer. Oh, dieser Buchtitel, ich werde ihn mir nie merken können. Ich muss allerdings sagen, dass die Handlung um einiges schwächer ist wie bei Und morgen liebe ich dich für immer. Denn bei Und morgen liebe ich dich für immer war das schon ein richtig krasses Thema, was da behandelt wurde. Und ich finde, das hat die Autorin auch da richtig gut erklärt und richtig gut rübergebracht. Gerade diese ganze Sache mit den Triggern und so. Und das ist eine Geschichte im Vergleich dazu, die sehr schwach ist von der Handlung her. Aber ich finde, sie ist wunderschön erzählt. Und ich finde, es ist eine Geschichte, die wirklich jedem von uns passieren kann. Und die wirklich jeder und wo jeder schon mal in so einer Situation war, wenn er einfach mal drüber nachdenkt. In diesem Buch geht es ja im Prinzip um Lena und Lena ist schon ewig in Sebastian verknallt, ihren Nachbarn. Und die beiden kommen sich irgendwie näher, aber auch irgendwie auch nicht. Und dann sind sie abends auf einer Party und Sebastian haut mit seiner Ex-Freundin ab. Und Lena kann damit nicht so richtig umgehen und hat keinen Bock mehr auf die Party und will einfach nur nach Hause. Und fährt daraufhin mit ein paar Freunden im Auto heim und ja, der Fahrer des Autos ist betrunken gewesen und baut einen Unfall. Und diese ganze Konsequenz, die sich daraus ergibt, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ich finde, es ist schön geschrieben. Ich finde, das Thema ist gut behandelt worden. Man hätte natürlich noch viel, viel tiefer in diese ganze Thematik reingehen können. Ja, mir hat jetzt zum Ende auch so ein bisschen ein, zwei Sachen gefehlt. Gerade in Bezug auf diese eine Sache, was mit den Eltern von dem einen Jungen gewesen ist. Da hätte ich mir gerne noch eine Aufklärung gewünscht, was da am Ende jetzt für sie als Konsequenz draus gezogen wurde. Und ja, also so richtig 1000% perfekt war es nicht, aber es hat mich gut unterhalten. Ich habe auch geweint zwischendurch bei diesem Buch, muss ich wirklich sagen. Ich kann wirklich nur sagen, dass das Buch mich richtig gut unterhalten hat. Es hat sich super lesen lassen. Ich war berührt, ich mochte die Charaktere und Sebastian hat in diesem Buch etwas getan, was ich so toll fand. Ich habe hier gesessen vorhin und habe gesagt, da ist er, dieser Satz, genau dieser Satz. Das war es, was ich bei Verliere mich nicht gefehlt habe, was da gefehlt hat. Dieses eine Fehlverhalten von Luca bei Verliere mich nicht. Ich hasse sowas. Ich hasse solche
Art von Menschen und ich verstehe sowas auch nicht. Und ich weiß nicht, ob ich das Luca hätte verzeihen können bei Verliere mich nicht. Und Lena und Sebastian waren quasi in so einer ähnlichen Situation und er hat genauso gehandelt, wie ich es mir wünschen würde. Und er hat auch genau die richtige Begründung genannt, warum, wieso, weshalb. Und ich habe hier nur gesessen und ich habe diesen Satz vorhin so gefeiert. Das ist ein wirklich ganz kurzer, kleiner Satz. Aber ich habe diesen Satz, ich habe hier gesessen, ich habe gesagt, das ist der Satz, das ist die richtige Einstellung. So will man das haben. Auch wenn es vielleicht eine total unrealistische Einstellung ist. Und vielleicht spricht auch das kleine Mädchen aus mir. Aber genau so möchte man das als Mädchen. Und ich finde das gut. Ich finde, Bücher sollen ja auch unterhalten und sie müssen ja nicht zwingend immer realistisch sein. Deswegen ist das auch alles okay. Und ja, ich fand das Buch richtig toll. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Ich mochte es sehr. Ich mag die Charaktere, das Setting, alles. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Aber wenn ihr schon in meinem Alter seid und ihr lest dieses Buch, seid euch bitte bewusst, es ist wirklich für Jugendliche geschrieben, für 14-Jährige. Und das merkt man halt einfach auch. Und ich finde es aber völlig okay und ich mag es und Däumchen hoch. Ja, dann hatte ich ja schon im Dezember ein Buch zugeschickt bekommen, was ich euch auch in meinem Neuerscheinungsvideo gezeigt habe. Und zwar war das dieses Buch hier. Alles Begehren von Ruth Jones und ich habe mich wirklich jetzt gefreut, dieses Buch zu lesen. Ich habe es nicht über Seite 160 hinaus geschafft. Ich habe dieses Buch gelesen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, in die Geschichte reinzukommen. Ich habe mir Mühe gegeben, die Charaktere zu verstehen. Ich habe mir Mühe gegeben, diese ganze Geschichte zu verstehen. Aber ich bin in die Geschichte einfach nicht reingekommen. Ich fand die Charaktere doof. Ich fand die Grundeinstellung in dieser Geschichte schon total... Sowas will ich nicht lesen. Das ist mir zu... Nein, sowas will ich einfach nicht lesen. Es mag realistisch sein und es mag sowas geben und es ist, was den Realismus wirklich von Beziehungen betrifft, mag das auch alles stimmen, aber sowas will ich nicht lesen, ganz ehrlich. Ich hatte da echt keine Freude dran. Und was auch ein großes Problem war, ist, das Buch ist in drei Abschnitte unterteilt. Einmal heutige Zeit, dann 1985 und dann nochmal heutige Zeit. Und ich habe ja echt gedacht, dass das so ein Buch ist, wo man vielleicht, so wie in diesem einen Film, ich weiß nicht, wie dieser Film heißt, er ist schon aus den 90ern und auf jeden Fall ist es da so in diesem Film, dass die Geschichte, der Film beginnt und dann gibt es eine Stelle in dem Film, falls ihr ihn kennt, schreibt mir mal in die Kommentare, wie er heißt. Und dann gibt es eine Stelle in diesem Film, wo unsere Protagonistin in die U-Bahn will und einmal verpasst sie die U-Bahn und einmal bekommt sie die U-Bahn. Und in dem Moment fängt der Film mit zwei verschiedenen parallelen Geschichten an und zeigt auf, wie wäre es, wenn es so gelaufen wäre und wie wäre es, wenn es so gelaufen ist. Und am Ende gibt es nur eine von diesen parallelen Abläufen, die wirklich gut ausgeht. Und das ist am Anfang nicht so, wie man vielleicht denkt. Und das fand ich richtig gut. Ich liebe diesen Film. Ich finde ihn ganz, ganz toll. Und ich habe gedacht, dass das sowas ist in die Richtung. Oder dass vielleicht irgendwas passiert und die dann vielleicht später nochmal neu anfangen oder so. Und nein, es ist einfach eine Geschichte, die für mich... Ich habe dann, nachdem ich für mich entschieden habe, das Buch abzubrechen, habe ich angefangen und habe in dem Buch so ein bisschen rumgeblättert und habe einfach mal weiter nach hinten geguckt, ob noch irgendwas kommt, was mich vielleicht anreizt, das vielleicht doch weiterzulesen. Und habe dann geschaut, in was für eine Richtung sich diese Geschichte entwickelt und habe dann auch das Ende gelesen und habe gedacht, nee, nein, danke. Es interessiert mich nicht. Ich finde es ganz furchtbar. Ich fand es auch ganz schrecklich. Die Charaktere waren, ich glaube, er war in der jetzigen Zeit 56 und sie 48 und ich kann damit nun mal nichts anfangen. Also vielleicht, wenn ich auch mal irgendwann in dem Alter bin und so zurückdenke an meine Jugend und daran denke, was ich für Fehler vielleicht gemacht habe, aber nee, ich konnte mit diesem Buch einmal nichts anfangen und auch der Schreibstil, ne? Also ich habe an und für sich eigentlich kein Problem damit, wenn man im Kapitel einen Sichtwechsel hat, aber hier war es so, dass man nicht nur einen Sichtwechsel im Kapitel hatte, sondern mehrere. Immer wieder. Durch Absätze getrennt und immer wieder Sichtwechsel. Und du musstest immer erstmal wieder raffen, wen du jetzt liest. Weil du liest dieses Buch nicht nur aus der Sicht eines Protagonisten, sondern du hast verschiedene Charaktere, die halt zusammenspielen, die du kennenlernst. Und die sind halt alle irgendwie miteinander verbunden und verwoben. Und du liest diese ganzen Charaktere. Und das ist am Anfang erstmal total verwirrend, weil du keine Ahnung hast, wer wer ist und wer wie mit wem im Zusammenhang steht. Und ich muss auch sagen, dass die Erzählerperspektive, die dann hier noch mit drin vorkommt, das hat mich auch nicht wirklich überzeugt und das ist einfach alles nicht mein Buch.
Also, ich mochte die Charaktere nicht. Ich fand die Story kacke. Ich kam mit dem Alter der Charaktere nicht klar. Der Schreibstil war nicht meins. Und abschließend ist zu sagen, dass dieses Buch einfach nicht meine Geschichte war. Und es tut mir sehr leid, aber ich habe es jetzt abgebrochen. Es ist ein Rezensionsexemplar, was ich nicht angefragt habe. Ich habe es einfach zugeschickt. Deswegen muss ich es nicht lesen. Und deswegen werde ich es auch nicht lesen. Ich denke mal, ich werde es irgendwann mal mit verlosen an einen von euch. Weil ich denke, es gibt bestimmt Leute da draußen, die das interessiert und die das bestimmt mal gerne lesen möchten. Aber meins ist es definitiv nicht, deswegen habe ich es auch abgebrochen. Und ich habe schon wieder keine Ahnung, wie lang dieses Video jetzt eigentlich wird. Ich habe immer sehr viel geredet, wenn ich geredet habe. Ich habe aber nicht sehr viele Abschnitte gefilmt. Ich werde mir das morgen mal in Ruhe angucken und mal gucken, wie lang das jetzt wird. Und wenn es passt, dann würde ich dieses Video jetzt auch an dieser Stelle hier beenden. Denn ich habe ja jetzt alle Bücher abgeschlossen, die ich so angefangen hatte. Und ja, würde sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wenn nicht, dann sehen wir uns jetzt gleich wieder, wenn ich noch weiter filme. Bis dann, macht's gut. Ciao.